So, hallo, hier wieder bei Session Music auf der Musikmesse 2012 und ich bin hier bei Matthias von Pioneer DJ am Stand und wir gucken uns hier an das RMX 1000, das neue Effektgerät aus dem Hause Pioneer. Und Matthias, das ist was ganz Besonderes, habe ich gehört. Ja, das ist ein heißes Gerät auf jeden Fall. Ne? Wir haben jetzt einfach mal die ganzen richtig guten Effekte, die sowieso schon in den Pulten haben wir einfach mal zusammengepackt. Und das Ganze jetzt in so einem Gerät, in ein externes Hardware-Gerät, nicht in einem Pult integriert, sondern wirklich als externes Gerät, denn nicht jeder DJ legt mit dem Computer auf, wo er die Möglichkeiten hat, das zu machen. Oder selbst Leute, die mit dem Vinyl noch auflegen, haben die Möglichkeit natürlich, das auch mal mit einzubauen halt. Ja. So, und wir haben hier ein Effektgerät mit klassischen Effekten, die wir von unserem, zum Beispiel von dem 900, von dem 800er, 900, 850er schon kennen. Da haben wir Beat-Effekte, das kennen wir schon, diese Roll-Effekte. Wir haben Filter, Isolator, so im großen Überblick. Das ist unterteilt erstmal in wirklich, wie man hier schon sieht, in drei große Hauptthemen und dazu nochmal unsere Release-Effekte. Ich kann mal ganz kurz darauf eingehen, hier die Source-Effekte, ist ein Isolator drin, halt klar die Frequenzen rausdrehen. Ja. Ne? Hier mit diesen, mit Cut und Add hat man die Möglichkeit, hier werden intelligent Sounds dazugefügt halt. Der nimmt sich zum Beispiel eine Bassdrum und macht daraus einen Sound und das klingt dann, wenn man das reindreht, zum Beispiel so macht er einen Sound damit halt, ne? Okay. Oder auch mit der Hi-Hat, das kann ich in jedem Frequenzbereich machen. Und das passiert hier generell mit allen Effekten, die hier sind, die greifen immer nur auf die Frequenzen zu, wie es hier steht, Low, Mid und High. Also die Roll-Effekte, Drive und so weiter, gehen immer nur auf diese Frequenzen, die hier auch angegeben sind. Bei den Scene-Effekten ist das auch toll, da haben wir natürlich die Standard-Effekte mit Echo, Noise und so weiter. Mhm. Aber da gehen wir noch einen Schritt weiter, das ist ja nur der Standard. Wenn wir jetzt mal aber gucken hier auf den Computer, da haben wir die Möglichkeit jetzt erstmalig diese komplette, also mein komplettes Setup vorher vorzukonfigurieren. Das heißt, ich gehe jetzt zum Beispiel mal auf den Echo und kann sagen, was an meinem Knopf hier unten passieren soll, auf welcher Stellung. Ja. Das heißt, ich kann letztendlich diesen RMX kann ich komplett frei definieren nach meinen Vorstellungen. Das Ganze wird einfach auf einer SD-Karte gespeichert. Und der wird reingesteckt und schon werden die Sounds geladen. Hier, das heißt, ein kompletter Editor ist mit dabei? Genau, ein Editor, wo ich gerade gesagt habe, Sounds, die werden natürlich auch mitgeladen, weil wir haben Sampler mit da drin halt. Ne? Wir kennen standardmäßig, ohne dass irgendwie was geladen wird oder wir was gemacht haben, haben wir Standard-Sounds drin. Das heißt, wir haben eine Bassdrum, wir haben eine Snare, wir haben Claps und wir haben Hi-Hats halt. Okay. Ne? Ich kann hier einfach auch mal schnell was aufnehmen. Da gehe ich zum Beispiel nochmal hin und nehme nur einen Groove auf. Und die Hi-Hat dazu. Jetzt habe ich einfach nur einen Groove eingespielt. Jetzt gehen wir das Ganze natürlich weiter. Ich habe unten meinen Roll-Pattern. Und je nachdem, welchen Sound ich gerade angewählt habe, kann ich das auch noch wieder editieren und mir so spezielle Roll-Effekte machen. Ne? Und das geht ja wirklich fix, sodass man das auch live im Club direkt einsetzen kann. Machen. Und das ist natürlich immer super im Timing. Wir haben hier aus unserer Recordbox haben wir einen speziellen Algorithmus drin, um die Titel zu analysieren. Und dieser ist hier halt in Echtzeit im Prinzip drin, noch verbessert halt, um so eine Art Grid zu erzeugen, damit das wirklich alles immer im Timing, im Groove ist halt. Ich sehe auch schon hier Quantize der Button, das heißt immer auch schön auf den Grid drauflegen. Ganz genau, das heißt, er richtet sich nach der Geschwindigkeit und versucht natürlich alles, was ich einspiele halt, ne? Auch wenn ich habe jetzt einfach nur so gedrückt, auch wenn das jetzt nicht toll klingt, aber es ist im Timing. Das ist darum, worum es geht halt. Ja, man hört es auf jeden Fall direkt, dass es halt passt. Ja. Genau, es passt sofort. Und das ist halt ein Riesenvorteil, das hier zu machen. Ich habe auch die Möglichkeit hier nochmal, wenn es nicht hundertprozentig stimmt, kann ich auch mal das Gesamte verschieben halt, ne? Vor- oder zurück verschieben halt. Ne? Da erreicht man ja auch nochmal einen anderen Groove mit. Eben hatte ich schon angekündigt, Sounds. Sind die Standard-Sounds. Ja. Aber natürlich können wir auch mehr machen. Wir haben Sachen drin halt, zum Beispiel jetzt hier, wenn wir Vocals nehmen, kann ich einfach sowas nehmen oder ich mache... Kann ich mir sowas programmieren zum Beispiel? Und weil ich jetzt auch noch hier die Tonhöhe ändern kann, kann man zum Beispiel solche Spieler mal reinmachen wie... Und natürlich könnte ich das Ganze jetzt auch noch kombinieren. Mache ich jetzt einen Effekt da drauf auch noch. Einfach.
Ja, das klingt ja schon, als ob man da noch drei andere Geräte angeschlossen hätte. Ja, das macht nur eine Kiste. Und ich sag dir, das war noch nicht alles. Ja, ich glaube, wir könnten hier jetzt noch endlos weitermachen, aber die Leute sollen selber auch noch ein bisschen was rausfinden. Wann gibt's das Teil denn? Das gibt's ab Mai. Okay. Ich kann auch gleich den Preis sagen, wenn du möchtest. Auf, ja, nur droppst du, ja. Also 6,99. Jetzt sagen die anderen, oh Gott, ne? Aber es ist nur mal ein Pioneer-Produkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist einfach klasse, es funktioniert und da ist wirklich High-End-Komponenten auch drin. Das muss man einfach mal sagen. Und für ein gutes Effektgerät sieht man ja, wer sich auskennt, weiß, was er dafür bezahlen muss. Und jetzt sagen wir ja, wir haben nicht nur ein Effektgerät. Du kriegst ja noch das AU-Plugin, natürlich eine super Oberfläche, um das alles fertig zu machen. Halt, ne? Also das ist schon, ich finde es schon okay. Muss ich also sagen. Ein richtig gutes Paket für den DJ, auch für eine Produktionsumgebung geeignet. Das ist das Nächste, was ich gerade gesagt habe. AU-Plugin, ja. Also da macht es bei den meisten schon wieder Klingelingeling halt. Ne? Schauen wir mal. Das sehen wir zum Beispiel hier. So sieht das AU-Plugin aus. Fantastisch, sieht natürlich genauso aus, wie es eigentlich sein soll. Ich stecke jetzt einfach mal hier die Verbindung. So, jetzt haben wir gerade USB-Verbindung, damit das Teil erkannt wird. Kleine Sekunde. Einmal kurz das Setup machen. Stecke ich jetzt mal eben rein. Und jetzt soll ich ihn auch erkannt haben. Und wenn ich jetzt hier drehe, seht ihr auch, ne, er übernimmt das alles. Und ich kann natürlich jetzt wirklich nachher in mein Arrangement alle MIDI-Daten, alle Controller-Daten werden natürlich gesendet. Und ihr könnt das natürlich später kannst du es auch wieder editieren oder was Klar. auch immer. Aber wenn man gerade so eine Effekte mit Roll und so weiter, was wir sonst immer so benutzen, manchmal sitze ich auch im Studio und denke, oh Mensch, jetzt das alles programmieren, das ist einfach super viel Arbeit. Ja. Jetzt schließe ich das Ding an, einmal zack und man hat das Feeling ja auch drin halt dann. Ne? Sonst, wenn man das programmiert, ist es natürlich statisch und so hat man einfach viel mehr Feeling drin, wie man das einspielt und kann natürlich da viel mehr machen. Das heißt in gewisser Weise auch ein DAW-Controller mit drin und mit dieser Vielzahl von Funktionen haben wir erstmal einen guten Überblick vom Pioneer RMX 1000 und ab Mai, haben wir gehört von Matthias, wird es verfügbar sein. Kommt vorbei bei Session Music, checkt's aus, probiert es selber aus, fasst es mal an und in dem Sinne, viel Spaß noch auf der Musikmesse 2012.